Und wir haben uns versammelt, um die Hochzeit von zwei jungen Seelen zu feiern. Darauf erstmal ein Lied. Ah! Oh Mann, das ballert richtig. Ach, ist das nicht toll, dass unser Sohn jetzt endlich mal heiratet? Oh! Jetzt reicht's aber langsam. Dieser Gesang macht mir eine Ohren kaputt. Alles klar, ich habe verstanden. Fahren wir fort. Ach, schade, das Ding war gerade so cool. Also, ich will ja nichts dazu sagen, aber die Frau links neben uns hat sich wirklich ein bisschen oft operieren lassen, meinst du nicht? Hey, was soll das denn heißen? Ich habe von der Frau auf der anderen Bank geredet. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und im Namen des mir verlierenden Amtes traue ich euch nun zu Mann und Furie. Was? Frau natürlich. Sie dürfen sie nun küssen. No! Hey, Cedric, kriegst du überhaupt noch Luft? Einen Moment, ganz kurz. Okay, du darfst es nicht tun. Was? Warum denn nicht? Sie ist unfassbar böse. Pass auf, ich werde es dir erklären. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Es fing schon damit an, als ihr beide nach Hause kamt. Ich habe auf den ersten Blick schon ganz genau gesehen, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Was denn? Cedric, sei doch nicht so unfreundlich zu ihr. Oh, ich weiß nicht, aber je länger ich dich angucke, desto eher fällt mir auf, dass du ziemlich klein bist. Cedric, das kannst du doch nicht einfach so sagen. Obwohl, jetzt wo du es so erwähnst, du hast schon irgendwie recht. Haha, sehr lustig. Ha, Jonas. Schön, dass du da bist. Und das da muss dann wohl Anna sein. Ja, genau. Das hier ist meine liebe Freundin Anna. Das finde ich irgendwie ganz schön komisch. Oder was sagst du dazu, Rosalinda? Ich hatte das für eine ganz große Schande. In diesem Haus darf sich auf gar keinen Fall irgendein Teil außerhalb der Familie aufhalten. Warte mal, aber bist du nicht auch außerhalb der Familie? Ich meine, du bist unsere Haushaltshilfe, aber kein Teil der Familie. Allerdings bin ich die schnellste Arbeiterin in ganz Brookhaven. Achso, lass mich kurz weiterputzen, bitte. Also ich könnte mir das schon schneller vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin nur diejenige, die am schnellsten spricht, aber nicht am schnellsten arbeitet. Oh Mann. Na gut, ich setze mich dann einfach mal dazu. Ach, ist das wirklich so? Das ist ja verblüffend. Und Cedric? Ja, was denn? Das ist nicht unbedingt der beste Ort zum Sitzen. Ach, ehrlich nicht? Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich störe hier nicht. Na gut, ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, Anna, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Cedric mag dich nicht allzu sehr. Und weißt du was? Bei diesem Gefühl liegst du nicht mal unbedingt falsch. Ah, wo kommst du denn her? Die bessere Frage ist, wo bin ich die ganze Zeit gewesen? Denn ich war nie weg. Cedric, geh bitte sofort auf dein Zimmer. Ja, genau. Du brauchst nicht so unfreundlich zu Anna zu sein. Na schön, ist ja gut. Oh Mann, dann gehe ich halt eben wieder. Ach, das ist echt ganz schön schade. Na gut, wie dem auch sei, dann würde ich mich einfach in mein Bett legen und definitiv nicht einschlafen. Ach, ich weiß echt nicht, was in Cedric gefahren ist. Ich halte einen LKW für wahrscheinlich. Das sehe ich ihm irgendwie ähnlich. Ach, ist doch nicht schlimm. Mich hat das nicht beleidigt, aber... Ach, du brauchst ihn nicht in Schutz nehmen. Er nervt schon ziemlich lange, wenn ich ehrlich bin. Und vor allem sein Freund Jason. Ja, genau, der versteckt sich immer in unserem Wandschrank. Das ist absolut gelogen. Tschüss, alles gut. Was um alles in der Welt war das denn? Ach, wird schon nichts gewesen sein. Aber naja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich kenne Cedric ja auch schon ein bisschen länger. Man hat den früher immer den Grauen des Kindergartens. Als ich da gearbeitet habe, war es furchtbar. Er ist immer überall einfach so aufgetaucht und... Redet ihr gerade über mich? Ah! Ja, genau das meinte ich. Hey, brauchst du den Platz eigentlich noch? Sonst würde ich mir die jetzt einfach nehmen. War ja klar, Cedric. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall wollte ich fragen, ob Anna heute hier übernachten kann. Ja, klar, absolut kein Problem. Och, nö, bitte nicht. Okay, Cedric, wir müssen mal kurz ein Wörtchen miteinander reden. Komm mit in den Wandschrank. Ach, na schön. Was muss ich denn jetzt schon wieder anhören? Was ist denn los? Oh, hi, Jason. Hi, Cedric. Ganz schön cool hier drin. Jason, hau ab aus unserem Wandschrank. Och, ist ja schon gut. Ach, auch nichts. Es gibt genug Schränke in diesem Haus. Okay. Weißt du, Cedric, Jonas ist gerade sehr glücklich mit seiner Freundin und du sollst ihm das auf gar keinen Fall vermiesen. Ja, ich weiß. Ich würde es ja auch nicht tun, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre. Aber du musst mir glauben, ich habe eine super gute Menschenkenntnis und irgendwie, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Ach, mit dir stimmt irgendwas nicht, Cedric. Mit dir und deiner Menschenkenntnis. Anna wird heute hier übernachten. Schluss, aus und Ende. Na schön, wenn es unbedingt sein muss, ist ja gut. Aber wenn es irgendwelche Probleme geben wird mit ihr, dann werde ich euch an den Kopf werfen. Ich habe es euch ja gleich gesagt. Ach, das wird heute eine wundervolle Nacht. Ich bin sowas von müde. Ah, ich auch. Und abgesehen davon... Oh, das ging ja schnell. Ausgezeichnet. Das vereinfacht meinen Plan um einiges. Als ob dieser Trottel wirklich glaubt, dass ich ihn liebe. Was? Oh, oh. Was? Kein Apfelmus mehr? Gott sei Dank. Oh, Mann. Jetzt werde ich auf jeden Fall kurz mit Cedric sprechen. Was? Hey, was machst du denn hier? Hallo Cedric und hallo Jason. Was? Jason?
Oh, hey, was machst du in meinem Busch, Mann? Oh, keine Sorge. Er kann dich nicht hören, Cedric. Was? Warum denn nicht? Weil er schläft. Oh, ach so, das ist weniger schlimm, als ich gedacht habe. Und deine Menschenkenntnisse liegen absolut richtig. Allerdings wirst du trotzdem keine Chance gegen mich haben, denn dein Bruder ist Hals über Kopf in mich verliebt. Oh, Mann, ich wusste es doch, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Ja, ganz genau, Cedric. Aber ich sage dir das nur aus dem Grund, weil du absolut nichts dagegen tun kannst. Deine Eltern glauben dir sowieso absolut gar nichts. Also, wenn du willst, dass wir beide Freunde werden, dann kommst du mir am besten nicht in die Quere. Haben wir uns da verstanden? Auf jeden Fall, wir haben das Glas klar und Kloßbrühe verstanden. Moment, nee, so geht das nicht. Sehr gut und grüße Jason von mir. Na, das hättest du wohl gerne, dass ich dich einfach so in Ruhe lassen würde. Aber so einfach wird das nicht, meine Liebe. Denn du hast dich hiermit mit dem talentiertesten Trippmal Runterfaller angelegt, den es gibt. Oh Mann, da ist sie ja. Schnell zurück in den Wandschrank. Was machst du denn hier? Oh, psst, Cedric. Sag deiner Mutter bloß nicht, dass ich hier bin. Du weißt, ich habe kein anderes Zuhause als diesen Wandschrank. Oh Mann, ja, ist schon klar, Jason. Aber ich muss mich währenddessen ganz kurz um meine Mission kümmern. Also vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe, okay? Oh, ja, klar. Schon vergessen. Cedric, du darfst deiner Mutter auf gar keinen Fall sagen, dass ich... Nein, den Punkt darfst du dir noch merken. Oh Mann, ey. Was genau hat sie denn hier vor? Wieso versteckt sie sich einfach in der Küche? Hm, hier scheint es nicht zu sein. Vielleicht hier? Mann, was sucht sie denn? Was will sie denn hier? Und... Oh, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Hier muss es wohl sein. Was? Hallo? Hey, du hast das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Ist das dein Ernst? Oh, Cedric, denkst du wirklich, dass ich so blöd bin und nicht gemerkt habe, dass du mich verfolgt hast? Dieses schöne Ding hier habe ich mir von einem Freund ausgeliehen. Bis dann. Was? Ein Teleporter? Im Ernst jetzt? Oh, was ist das denn hier für ein Lärm? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich kann das erklären. Das war ich nicht. Das war Anna und... Im Ernst jetzt, Cedric? Du überflutest unser Haus nur, damit wir denken, dass Anna es ist? Ich hab dir wirklich mehr zugetraut als das, Cedric. Ja, ich hab dir auch mehr zugetraut als das, Cedric. Meine Beine sind komplett unter Wasser. Jason! Oh, naja, Leute, ihr müsst mir wirklich glauben, ich war das nicht. Das war Anna und sie hat sich gerade wegteleportiert mit einem... Hörst du dir eigentlich selber zu, Cedric? Ein Teleporter? Sowas gibt's doch gar nicht. Ja, sowas könnte nur irgendwie so ein krasser Nerd besitzen oder so. Wir gehen zu Anna ins Zimmer und gucken nach. Ja, und ich schwöre euch, die ist nicht im Bett, sondern hat gerade den... Was? Ja. Oh, was ist denn los? Ach, es ist nichts Wichtiges. Unser Haus ist überflutet. Was? Wie ist das denn passiert? Oh, Cedric, hier ist uns einige Erklärungen schuldig. Ich schwöre, dass das war sie. Sie kann sich doch natürlich mit dem Teleporter auch wieder in ihr Bett teleportieren und... Oh, Mann. Was? Ich? Ich habe die ganze Zeit nur geschlafen. Schon okay, Anna. Du musst dich nicht entschuldigen. Es ist alles in Ordnung. Wir werden mit ihm ein ganz ruhiges Gespräch führen. Und zwar jetzt sofort. Hey, Leute, ich schwöre euch, dass ich... Nein. Leute, ihr müsst mir wirklich glauben, dass... Och, Manno! Jetzt ist mein Geduldsfaden wirklich am Ende. Du darfst aber jetzt nicht mehr in unser Haus reinkommen. Ganz genau, was deine Mutter gesagt... Was? Meinst du nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist? Oh nein, ich habe ihn heute gewarnt und er hat unser Haus überflutet. Wenn er das nicht wertschätzt, braucht er auch so lange nicht mehr bei uns zu Hause wohnen. Oh Mann, na gut. Was? Ist das euer Ernst? Das könnt ihr doch nicht machen, das... Oh Mann, Alter. Jetzt wurde ich aus meinem eigenen Haus geworfen und das nur wegen dieser doofen Anna. Oh, die ist so blöd, ich... Oh, genug der Komplimente. Redest du etwa von mir? Ah, hör auf, dich aus dem heiteren Himmel her zu teleportieren. Warum wolltest du mich rauswerfen? Ach, Cedric, jetzt ist es ja sowieso zu spät für dich und du kannst es ja auch niemandem mehr erzählen. Wie genau meinst du das? Ich bin ja noch in Freiheit und kann jedem davon erzählen, von dem ich... Oh, okay, ich hab schon verstanden. Nun, Cedric, du wirst es nicht glauben, aber ich werde deinen Bruder heiraten. Und das bedeutet, dass ich ein offizielles Anrecht auf das Haus habe. Und noch viel wichtiger, auf die ganzen Goldvorräte darunter. Die ganzen Goldvorräte? Wir haben Goldvorräte? Unter unserem Haus. Aber natürlich, Cedric. Ihr seid nur zu doof, um es zu wissen. Bald wird die Hochzeit stattfinden und du kannst absolut nichts dagegen tun, weil du hier unten in einer dreckigen Zelle sitzt. Bis dann. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, wirklich jetzt? Das ist ihr Plan also die ganze Zeit gewesen? Ich wusste doch, dass mich meine Menschenkenntnis nicht täuscht. Nur gibt es jetzt absolut niemanden, der mich retten kann. Oh Mann, ey. Ach, das sieht doch super aus, nicht wahr? Oh ja, ihr beide seht absolut fantastisch aus. Und ihr wollt ernsthaft die Hochzeit heute schon durchführen? Aber klaro, absolut kein Problem. Nun gut, dann würde ich mal sagen, ab zum Auto. Wir haben uns etwas ganz, ganz Tolles besorgt. Ihr werdet schon sehen. Oh wow, was ist es denn? Tada! Oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Richtig cool. Oh ja, das wird richtig gut. Na dann, anschneiden und los geht's. Oh, ich kann es nicht glauben. Heute ist wirklich der Tag der Hochzeit. Und ich liege hier rum wie
wie so ein nasser Sack und kann absolut nichts tun. Das... Oh, Cedric, natürlich kannst du was tun. Ich werde dafür sorgen. Was? Hey, wer hatte da mit mir gesprochen? Ich bin es, Cedric. Nachdem ich keine Wandschränke mehr gefunden habe, musste ich mich umschauen. Was? Wandschränke? Du bist... Genau, Cedric. Ich bin's, Jason. Oh Mann, du kommst gerade rechtzeitig. Ach, Gott sei Dank bist du gekommen, um mich zu befreien. Ach so, dich befreien? Ja, klar, das wollte ich tun. Aber nur, wenn ich die nächsten 5 Packungen Doritos bekomme. Du wolltest nur... Was? Oh, na schön, ist ja gut. Oh Mann, aber nur, weil ich gerade hinter Gittern bin, ja? Ausgezeichnet. Ha, ich habe gelogen. Du wirst niemals... Oh, wie war das? Ist ja gut, komm schon, alles klar. Mann, du kriegst deine Packung Doritos. Oh Mann, ey, mach wieder auf. Oh Gott, wir müssen deine Hochzeit platzen lassen, und zwar so schnell wie möglich. Ach ja, das hatten wir schon. Und das ist wirklich alles passiert? Stimmt das? Nö. Sie hat absolut gelogen. Ich habe sogar ein Zeugen mitgebracht, und zwar Jason. Jason? Hallo? Hey, wo ist du denn hin? Ach, ist doch auch egal. Ihr habt alle keine Chance, denn die Hochzeitszeremonie ist schon fertig. Und somit gehört das ganze Gold mir. Also nein, so ist das nicht ganz korrekt. Was soll das denn bitte heißen? Ihr werdet nur verheiratet, wenn ich ein richtiger Priester wäre. Was? Und du bist kein richtiger Priester? Was bist du denn dann? Na ja, ist doch klar, ich bin's. Jason! Und somit hab ich mal wieder den Tag gerettet. Wuppadabadui! Okay, Leute, das wird mir langsam ein bisschen zu viel. Ich... Oh Mann, das hat ja perfekt funktioniert. Er wird ganz sicher nicht damit rechnen. Oh. Ah, Fiona, du bist ja auch mal wieder zu Hause. Na, wo hast du dich denn so rumgetrieben? Ich habe nur etwas zu essen geholt. Etwas zu essen geholt? So. Waren es denn wenigstens Doritos? Nein. Aber diese vergammelte Banane, die ich seit 3 Wochen in meiner Hosentasche rumliegen hatte. Ah, das ist super ekelhaft. Na gut, egal. Ich werde keine weiteren Fragen stellen, Fiona. Aber merk dir, dass ich dich im Auge habe, okay? Ja, na klar, Cedric, mach dir keine Sorgen über diese Banane. Ach, und da fällt mir ein, ich muss jetzt nochmal los, ne? Wir sehen uns dann später wieder. Tschüss. Oh Mann, das war ganz schön knapp. Er hätte es fast bemerkt. Das ist ganz schön sass. Ich habe keine Ahnung, was genau sie vorhat. Aber irgendwas stinkt hier ganz gewaltig. Und ich schwöre bei Gott, es ist nicht diese komische vergammelte Banane. Also, okay, doch, die vielleicht auch. Nun denn, Fiona, du glaubst, du könntest Geheimnisse vor mir haben. Aber ich hab da den perfekten Mann, der ganz genau weiß, ouch, wie man gebrochene Beine heilt. Au. Ah ja, ganz genau. Hier bin ich an der richtigen Adresse. Oder auch nicht, das ist die Polizeistation. Aber hier finden wir den Mann, den ich suche. Naja, zumindest, wenn er mal am Spielen ist, was er gerade scheinbar nicht ist. Okay, nachdem wir alle 200 Häuser in Brookhaven abgelaufen sind, muss dieses hier wenigstens mal richtig sein. Nur sieht das irgendwie ein wenig verlassen aus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber hey... Mann, hier ist es ganz schön dunkel, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was hier los ist und... Alarm, Alarm, ein Eindringling wurde errochen. Was um alles in der Welt? Hallo? Kann sich der Eindringling identifizieren? Hi, ich bin Cedric und ich brauche unbedingt die Hilfe von deinem Bauer? Einen Bauer suchen Sie, da müssen Sie auf den Bauernhof. Nein, ich suche nicht einen Bauer, sondern deinen Erbauer. Oh, ich habe verstanden. Dann müssen Sie zu einem Erbauernhof gehen. Was? Nein, ich meinte den... Alarm, Alarm, Ach, Bindestrich 94, du bist absoluter Müll. Nächstes Mal geht's mit dir sofort auf den Schrott. Oh nein, nicht den Schrott, bitte nicht. Ach, endlich mal ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut, mit dem man reden kann. Hallo, was geht? Oh, ich bin kein Mensch, ich bin ein Android. Dessen einziger Sinn und Zweck es ist, Menschen in die Falle zu locken. Selbstzerstörung 3, 2, 1. Alter, oh, was um alles in der Welt war das denn? Das war doch kein richtiger Mensch. Ganz genau, das war kein richtiger Mensch. Das war eine höchst ausgeklügelte Falle von mir. Dessen einziger Sinn und Zweck es war, dich zu vernichten. Naja, das hat ja wirklich ausgezeichnet funktioniert. Nicht. Jetzt, wo du es erwähnst, du hast recht. Ach, verdammt, schon wieder 200 Millionen Forschungsgelder verschwendet. Nur zur Information, ich habe eine 500 Millionen gekostet. Okay, können wir mit diesem Quatsch mal bitte ganz kurz aufhören? Ich muss mit dir reden. Ich habe ein extrem wichtiges Anliegen für dich. Extrem wichtig? Das ist schon gar nicht mal so schlecht, aber ist es denn auch super geheim? Ja, es ist super geheim. Um genau zu sein, sogar super, super geheim. Ist es sogar super, super, super geheim? Oh ja, es ist so geheim, dass nicht mal ich weiß, ob ich existiere oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Das hört sich nach einem Fall für mich an. Komm mit. Alles klar, dann lass uns mal loslaufen. Okay, na gut. Dann gehen wir halt mit dir, weil... Warum auch nur? Jo, Alter, was ist das denn für ein Versteck? Explosive Waffen?
Oh, bist du dir sicher, dass es so gut ist, hier drin rumzusitzen? Natürlich ist es das, Cedric, solange der Roboter keinen Unsinn baut. Ach ja, genau. Nur zu deiner Information. Fass hier bloß nichts an. Es gibt Sachen, die können sehr, sehr leicht in die Luft gehen. Muss saugen, muss... Oh Mann, das war ja... Hey, oh Mann, das ist schon das 50. Haus, was du diese Woche in die Luft gesprengt hast, du Blechbüchse. Oh, oh, bitte nicht zum Schrottplatz, bitte nicht, Meister. Hey Leute, das könnt ihr doch später ausmachen, bitte. Hallo, stopp, ganz ruhig. Erstmal müssen wir uns um einen wichtigen Fall kümmern und das hat keine Zeit zu warten. Oh ja, du hast recht, das ist das Allerwichtigste, was wir tun müssen. Eigentlich ist es ja auch nicht so schlimm, nach dem 35. Mal habe ich mir ein selbst wiederaufbauendes Haus gebaut. Ah, das ist... cool. Egal. Das hier ist der Gerät. Mit dem kannst du ein Radio-Control-Auto steuern und deine Freundin höchst diskret ausspionieren. Absolut narrensicher. Wupp, wupp. Ganz genau. Deine Freundin wird absolut nichts mitbekommen. Was soll ich nicht mitbekommen? Was um alles in der Welt, Eindringling? Also, um genau zu sein, seid ihr beide diejenigen, die in meinem Haus seid. Roboterangriffe! Moment mal. Sie hat recht. Wir sind hier die Eindringlinge. Das bedeutet, wir müssen uns selbst rauswerfen. Roboter! Jawohl, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Und los! Oh, oh Mann, verdammt nochmal! Das werde ich dir jetzt heimzahlen! Oh, und boom! Alles klar, Meister. Ich muss die Eindringlinge rauswerfen. Hiya! Ihr beide habt echt eine Meise. Wisst ihr das eigentlich? Warte mal, Cedric, du kennst diese Typen? Was? Mit welchem Wort habe ich denn bitte gesagt, dass ich sie kenne? Nein, das sind irgendwelche fremden Leute und du schuldest mir übrigens noch die Bezahlung für meinen Service, Cedric. Psst! Psst, das ist sie. Wer ist sie? Oh, ich verstehe. Keine Sorge, ich werde es deiner Frau nicht erzählen. Sie ist meine... Oh, ach, egal. Raus hier. Nein, um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wer diese Typen sind. Aber sie gehen in unseren Wandschrank. Naja, Cedric, du kannst gerne mit deinen Freunden noch was unternehmen. Ist nicht so schlimm. Ich musste sowieso wieder weg. Du musst wieder weg? Wohin denn? Oh, ich muss, mein Auto reparieren lassen. Aber Fiona, du hast doch gar kein Auto. Ach ja, dann wollte ich mir wahrscheinlich ein Auto kaufen gehen. bis später, Cedric. Oh Mann, das war wieder ganz schön knapp. Okay, gut, jetzt werde ich die Technik benutzen. Und zwar dieses Gerät hier, was zufälligerweise aussieht wie ein Teleportationsgerät. Es ist ein Teleportationsgerät. Ah. Okay, wow, das ist ja mal ganz schön cool, würde ich sagen. Oh, da draußen sehe ich auch schon Fiona, sie läuft los. Das heißt, mit diesem Auto können wir sie ganz heimlich verfolgen, ohne dass sie irgendwas mitbekommt. Wuhu! Na, Fiona, wo willst du denn hin? Okay, sie läuft in Richtung Schule. Naja, auf jeden Fall, die Werkstatt ist hier irgendwo anders, würde ich fast sagen. Ich bin mir aber leider noch nicht so ganz sicher. Oh Mann, wo geht sie denn hin? Zum Friedhof? Oder zum Krankenhaus? Mhm, okay. Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Egal, ich krieg das schon hin. Ah, wow, dieses Ding ist ja richtig nah. Wer ist denn der komische Typ? Okay, ist alles vorbereitet? Aber natürlich, ich habe mich ausgezeichnet um die Vorbereitung gekümmert. Und was ist mit Cedric? Sieht leider so aus, als hätte er irgendwelche Vermutungen. Oh, verdammt. Du musst dir irgendeine Ablenkung ausdenken. Er darf auf gar keinen Fall dahinter kommen. Das würde wirklich alles ruinieren, verstehst du? Aber klar wie Kloßbrühe. Git, rede bitte nicht von Kloßbrühe. Ich erinnere mich noch an die Tage, als ich Kloßbrühe von meiner Oma essen musste. Es war furchtbar. Und die Toilette danach sah auch schlimm aus. Ja, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Also gut, wir sind bereit, die Bombe morgen platzen zu lassen. Okay, ich hoffe, dass die Bombe einschlagen wird. Cedric wird höchst überrascht sein. Oh mein Gott, was? Eine Bombe? Oh Mann, das hätte ich Fiona niemals zugetraut. Das ist ja furchtbar. Ja, und... Hey, Moment mal, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Spionageauto. Schnell, mach es kaputt. Oh mein Gott, verdammt, sie haben die Drohne gefunden. Mann, das ist wirklich ein super schlechtes Geheimspionage-Ding ins Bummels gewesen. Hey, Secret-Typ, wir brauchen noch irgendwelche anderen Sachen. Dein Auto hat nicht funktioniert und... Moment mal, seit wann habe ich denn eine Haushaltshilfe? Oh, ich muss ein bisschen putzen, ein bisschen hier putzen, ein bisschen da putzen. Warte mal ganz kurz, ich habe keine Putzfrau. Wer bist du? Verdammt, meine geheime Tarnung ist aufgeflogen. Gedächtnis, Aussaug, Staubsauger benutzen. Hä, wo bin ich hier und was ist das denn? Wow, das ist ein Gedächtnisaussaugstaubsauger. Fantastisch. Wow, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Mein Gott, ein Gedächtnisaussaugstaubsauger. Das ist ja fantastisch. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und was ist das denn? Ein Gedächtnis. Ja, weißt du, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du diesen Staubsauger nicht benutzen würdest. Okay, wie du meinst. Wow, wo bin ich denn hier gelandet? Und was ist das denn für ein Staubsauger? Schluss jetzt, nicht den Gedächtnisverlust-Staubsauger benutzen. Oh Mann, ey, deine Erfindung war absoluter Müll. Und wie, oder kommt bald nach Hause?
Ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges rausgefunden. Und zwar, dass sie mich mit einer Bombe in die Luft sprengen wollen. Oh Mann, ey, das ist wirklich mies. Meine Frau wollte mich immer auf den Mond schießen. Aber das geht ja gar nicht. Ja, wir müssen unbedingt irgendwas dagegen tun. Hast du irgendwas gegen Bomben oder so? Gegen Bomben? Lass mich mal überlegen. Ja, vielleicht gibt es in diesem Schrank irgendwas, was helfen könnte. Das ist mein Schrank. Warum sollte da was drin sein, was helfen könnte? Das hier, Cedric, ist ein Eimer Wasser. Und was soll ich damit? Damit kannst du ganz einfach, Mann, ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, wir können nichts mehr tun, außer darauf zu warten, dass Fiona kommt und sie einfach zur Rede zu stellen. Oh, das ist höchst gefährlich, Cedric. Aber wir können es probieren. Die Chance liegt bei 99,97%, dass wir dabei in die Luft gesprengt werden. Uah! Ja. Ach, und könnte ich meinen Staubsauger wieder haben? Ja, wenn du schon so lieb fragst. Da, bitte, da hast du ihn. Ah, endlich habe ich meinen Gedächtnisverlust-Staubsauger wieder. Hm, was ist das denn für ein Knopf? Wow, wo bin ich hier? Und was ist das für ein Staubsauger? Warum habe ich ihm das Ding wiedergegeben? Egal. Also, hier soll es stattfinden, meinst du? Ja, genau das ist der Ort. Aber bleib noch ein bisschen zurück. Sonst verschrecken wir Cedric. Kein Problem. Ich werde schweigen wie ein Grab. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die ich machen kann. Und zwar muss ich das Land verlassen, um auf keinen Fall Fiona zu begegnen. Oh, Mann! Autsch! Der Bombenmann! Ganz genau, Cedric. Der Bombenmann. Was? So heiße ich doch gar nicht. Aua, Cedric, kannst du nicht mal bitte hingucken, wo du hinläufst? Ja, das könnte ich schon tun. Aber warum, Fiona? Warum willst du mich in die Luft sprengen? Warum ich dich in die Luft sprengen will? Das werde ich dir verraten. Ich will... Moment mal, was hast du gerade gesagt? In die Luft sprengen? Ja, genau. Ich habe ganz genau mitbekommen, wie du und er über die Bombe geredet habt. Über die Bombe? Was denn für eine Bombe? Oh, meinst du etwa die Bombe, die wir platzen lassen wollten? Das war doch genau hier, oder? Ja, genau hier wollten sie eine Bombe platzieren und mich in die Luft sprengen. Was? Oh mein Gott, Cedric, das würden wir doch niemals tun. Wir haben eigentlich eine Überraschungsgeburtstagsfeier geplant. Und die Bombe besteht aus gigantischem Konfetti. Beste Qualität, rein importiert aus Schweden. Oh, cool. Kann man sich daraus auch ein Regal bauen? Natürlich. Was, wieso? Also, Cedric, nur damit du es nicht falsch verstehst, es geht auf gar keinen Fall um irgendwelche komischen Bomben oder sowas. Wir wollten dich einfach nur überraschen. Aber dann haben wir gemerkt, dass dieses komische Auto auf den Fersen war und ich wollte dich fragen, ob du irgendwas darüber weißt. Ach so, dann tut es mir super leid, dass ich euch das vermasselt habe. Ich dachte irgendwie, du hättest irgendwas Böses vor. Nein, ich habe nichts Böses vor. Oh, da fällt mir gerade ein. Apropos Böse, hast du schon von dem neuen Superschurken gehört, der sich in Bookhaven niedergelassen hat? Ein neuer Superschurke? Nein. Er verkleidet sich gerne als Putzfrau und hat auch so komische Autos. Oh, warte mal. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Nee, den habe ich nicht gesehen. Hm, okay, schade. Das wird mein absolutes Meisterwerk. Es wird einschlagen wie eine Bombe. Oh Mann, und jetzt wurde mein Haus wirklich noch in die Luft gesprengt. Oh Gott. Naja, wenigstens war ich es nicht. Ja, und ich auch nicht. Glaube ich zumindest. Heute suche ich Online-Dater als Box. Ich verfolgte ein Pärchen bis zu ihrem Zuhause, ohne dass sie davon Wind bekommen haben. Doch ihr hättet niemals damit gerechnet, was dann passierte. Was ist das denn für ein komischer kleiner Karton? Hey, guck mal hinter dir. Warum soll ich denn hinter mich gucken? Da ist doch gar nichts. Ach, keine Ahnung, was das... Was? Hey, sag mal, wolltest du nicht gerade etwas aus dem Staub machen? Oh Mann, schon gut, du hast mich erwischt. Ups, das macht so viel Spaß. Hm, macht das wirklich so viel Spaß, den ganzen Tag in einer komischen Kiste gefangen zu sein? Oder was genau hattest du denn vor? Oh, das ist eine super coole Sache. Du glaubst gar nicht, wie viele dunkle Geheimnisse man rausfinden kann, wenn man als Kiste verkleidet ist. Ja, ist nämlich super unauffällig, glaube ich. Du musst das unbedingt auch mal ausprobieren. Oh, übrigens, guck mal hinter dir. Wieso, was ist hinter mir? Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Wovon hast du geredet? Oh Mann, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Aber hey, die Idee gefällt mir irgendwie ganz gut. Ich möchte auch zu einer Kiste werden. Upp. Na, was habt ihr denn erwartet, Leute, dass ich jetzt einfach in die Luft springe und eine Kiste bin? Na gut, das hat ja doch schon mal gar nicht mal so schlecht funktioniert. Und jetzt müssen wir erstmal auf unser erstes Opfer warten. Oh Mann, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Das könnte wirklich knapp werden. Oh, das funktioniert ja ausgezeichnet. Und sie hat gar keine Ahnung, dass ich sie gerade heimlich beobachte. Nanu, was macht denn hier draußen eine Kiste ganz alleine? Hat sie jemand verloren? Hoppala, unsichtbar bin ich natürlich nicht. Diese Kiste gehört jemandem nicht anfassen. Habe ich mir das gerade eingebildet oder hat die Kiste gerade gesagt, diese Kiste gehört niemandem und soll auf jeden Fall angefasst werden? Was? Nein, du bist schwer von Begriff. Ah, Mist. Ach, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber egal, ich bin trotzdem an meinem Ziel. Oh, hey, schön, dass du da bist. Was hast du denn da für ein Paket? Ist das für mich?
Nein, definitiv nicht. Ja, das ist ein cooles Geschenk, was ich für dich gekauft habe. Und definitiv nicht einfach irgendein Karton, den ich auf der Straße gefunden habe. Oh, das ist ja mal mega nett von dir. Naja, sehr schön, dass du noch gekommen bist. Aber claro, das würde ich mir noch niemals entgehen lassen. Oh Mann, das ist mein erstes Date, was ich jemals hatte. Ich bin so aufgeregt. Das erste Date, was du je hattest also. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Weißt du, dein Paket macht mir irgendwie Angst. Ups. Pass auf, lass einfach zu mir nach Hause gehen. Da haben wir mehr Ruhe. Dann hätten wir auch mehr Ruhe für die etwas privateren Sachen, wenn du verstehst, was ich meine. Oh ja, ich verstehe. So, ich muss noch kurz meine Steuererklärung machen. Was gibt es denn Privateres als Finanzen? Ah, das hatte ich mir eigentlich nicht unter privaten Sachen vorgestellt. Ah, keine Sorge, das habe ich alles im Nu fertig. Nur sag mal... Ja? Hast du deine Kiste dahin gelegt? Also Leute, guck mich doch nicht so an, Mann. Das ist eine Kiste, die auf einem Stuhl sitzt. Das ist doch völlig normal. Hm, eigentlich nicht. Komisch. Vielleicht ist es ja eine Kiste, die uns nachspioniert. Sag mal, bin ich jetzt blöd oder hat die Kiste gerade mitgelacht? Oh Mann, warum kann ich nicht einfach mal den Mund halten? Ach, keine Ahnung. Du bist wahrscheinlich zu sehr gestresst wegen deiner Steuererklärung. Ich werde die Kiste einfach mal wegbringen. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Warte mal ganz kurz, wo bringst du mich eigentlich hin? Das ist die Garage. Oh Mann. Ups, ich bin in den Trockner reingefallen. Naja, hier sollte es auf jeden Fall sicher sein. Und nicht so gruselig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja mal ein bisschen doof gelaufen. Egal, ich kann mich ja einfach ein bisschen bewegen. Ich glaube, wir werden einfach mal ein bisschen den Spionagemodus anmachen, Leute. Genauso wie die da vorne. Hey, was geht? Heute auch ein bisschen am Stalken? Ja, ist heute auch dein erstes Mal? Nein, ich brauch das schon ein bisschen länger. Okay, cool. Hey, weißt du was? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Ich mach mal die Jalousien runter. Oh, das ist ja doof. Na gut, wir sehen uns irgendwann dann. Ne? Ciao, ciao. Schönen Tag dir noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwie scheine ich wohl nicht der Einzige zu sein, der das macht. Gut, dann würde ich mal sagen... Sie dürfen gerade nicht in meine Richtung gucken. Alles klar, ich bin fertig mit der Steuererklärung. Wirklich? Nein, eigentlich habe ich sie meinem Steuerberater gegeben. Deinem Steuerberater? Sehr wohl, ich werde gut mit deinen privaten Daten umgehen. Tschüss. Hier ist aber komisch drauf. Oh, die ist schwer in Ordnung. Ich gebe meine privaten Finanzen nur an zuverlässige und vertrauenswürdige Leute. Ich bin doch nicht blöd. Naja, das würde ich nicht so unterschreiben. Na dann, lass uns mal hochgehen. Okay, das werden wir tun. 3, 2, 1... Oh Mann, das hat Spaß gemacht. Dann können wir jetzt ja hoch ins erste Geschoss gehen. Wow, das war mal wirklich Comedy. Okay, na gut. Dann werde ich die ganzen wohl ein bisschen im Auge behalten müssen. Okay. Na, wo seid ihr denn hin? Ah, ich glaube, okay. Ach, es ist so schön, Zeit mit dir zu verbringen. Natürlich ist es doch schön, Zeit mit dir zu verbringen, Anna. Anna? Ich heiße aber Mia. Ach ja, meinte ich. Wer ist denn Anna? Ja, wer ist denn Anna? Anna, das ist, das ist nicht wichtig. Das ist meine Mutter. Genau, Anna ist meine Mutter. Ich erinnere dich an deine Mutter? Nein. So war das gar nicht gemeint. Ach, vergiss es einfach. Oh Mann, Alter, das, was? Okay, Leute, das wird zu viel. Ich gehe jetzt lieber eine Runde raus und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Irgendwie vertraue ich diesem Typen nicht. Der ist komisch. Ach, vielen Dank. Das war ein super toller Abend. Oh ja, das war mein bisher bestes Date, was ich jemals hatte. Echt? Wie viele hattest du denn? Ah, schon einige mit Anna. Gar keine, natürlich. Ich wünsche dir doch eine gute Heimfahrt. Ich hab dir schon ein Taxi besorgt. Oh, das ist super lieb von dir. Ach, das war toll. Tachchen, wohin soll es gehen? Nach Hause, bitte. Alles klar, kein Problem. Und frag bloß nicht, warum ich weiß, wo dein Zuhause ist. Hey, diesen Taxifahrer kenne ich doch irgendwoher. Oh Mann, das ist gut. Oh Mann. Oh, die ist ja schon ganz süß, aber nicht so gut wie Anna. Oh, Anna, die habe ich ja komplett vergessen. Anna? Seine Mutter? Hey, Moment mal. Habe ich mich gerade verguckt, oder? Oh, hast du irgendwas vergessen? Moment mal. Mias Kiste? Was macht die denn hier? Irgendwas ergibt hier keinen Sinn. Alles ergibt einen Sinn. Ah, das ergibt Sinn. Aber niemand hat dieses Paket hier hingestellt. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Naja, ich sollte lieber nicht vergessen abzuschließen. Nicht, dass jemand noch dieses wertvolle Paket klaut, was auch immer da drin ist. So, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Vor allem nicht mein Treffen mit Anna. Ich komme, Anna. Ich habe dich nicht vergessen. So was Blödes. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Oh Mann, und das als Kiste. Ach, ist das dumm. Du schon wieder? Na klar, ich schon wieder. Was geht? Eigentlich alles okay, soweit. Nur sag mal ganz kurze Frage. Was machst du eigentlich hier? Beziehungsweise, wie bist du so schnell hierher gekommen? Du warst doch gerade noch im Taxi. Im Taxi? Taxi?
Taxi? Ah, ich erinnere mich. Weißt du, irgendwie bist du ein bisschen komisch. Ich werde vielleicht einfach mal ein bisschen rumgehen. Du bist doch nicht zufälligerweise irgendein Einbrecher oder sowas, oder? Einbrecher? Nein. Warte. Obwohl, lass mich nachdenken. Nein, ich glaube, ich wollte nicht einbrechen. Oh Mann, okay, aber pass auf dich auf, ja? Es laufen komische Gestalten nachts draußen rum. Obwohl, sag mal, hast du eigentlich irgendeinen Ausweg gefunden hier raus? Und, was? Hallo, wie bist du da rausgekommen? Egal. Gut, Leute, egal. Ich werde schon irgendeinen Weg finden, um hier rauszukommen. Ich meine, es kann doch nicht wirklich schwierig sein. Ist der Balkon? Ach, der Balkon ist offen. Perfekt. Woohoo, wow. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch den Typen wiederfinden, nur... Ach, verdammt, der ist schon so weit weg, den werde ich niemals erwischen. Oh, so ein Mist, ich habe meine Autoschlüssel vergessen. Hey, warte mal. Oh, nein, er hat mich gesehen, jetzt ist alles vorbei. Ich habe doch gar kein Auto. Also kann ich auch nicht meine Autoschlüssel vergessen haben. Ich bin ein Genie. Anna, ich komme. Anna! Oh, wow, der Typ ist dümmer, als ich dachte. Na gut, dann werde ich dir jetzt mal ein bisschen folgen, mein Freund, denn du springst über Dächer, was... Okay, ich stelle einfach keine Fragen. Oh, Mann. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. So weit sind wir schon gelaufen. Hey, Moment mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, verfolgt zu werden, aber hier ist niemand. Oh, Gott sei Dank ist der wirklich so doof. Na gut, okay. Dann würde ich mal sagen, positioniere ich mich mal hier. So, mit wem trifft er sich denn jetzt hier? Oh, hallo, da bist du. Ja, schön. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen, Anna. Und wenn du mich in Zukunft auch weiterhin sehen möchtest, dann solltest du dich eher beeilen. Wir haben 16 Uhr ausgemacht. 16 Uhr. Und jetzt ist 22 Uhr. Och, bitte entschuldige. Ich hatte so viel zu tun mit meiner Steuererklärung. Wir sind ja schon seit einem halben Jahr zusammen und du arbeitest immer noch an deiner Steuererklärung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der arbeitet ernsthaft schon seit einem halben Jahr an seiner Steuererklärung. Ich kann nichts dafür. Ich höre die ganze Zeit diese Stimmen. Oh Mann. Wobei, was eigentlich viel schlimmer ist als das mit der Steuererklärung ist, dass er seit einem halben Jahr mit dieser Frau zusammen ist, aber gerade eben ein Date mit mir hatte. Das ist, interessant. Das ist sowas von gemein. Dieser Typ ist also ein Betrüger. Aber ich kann nichts machen, außer... Ach, wann kommen wir denn endlich zu Hause an? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo dein Zuhause ist. Das Taxi von mir. Oh mein Gott, ich muss sie aufhalten. Bleib stehen. Stopp. Au. Hey, was war das? Ach, nichts. Wir haben nur eine komische Kiste überfahren. Oh nein, eine Kiste. Ja, eine Kiste. Und? Oh Mann. Alter. Warte kurz, das ist gar keine Kiste. Das ist ein Mensch. Oh, Mann. Bitte entschuldige mir, dass ich euch ausspioniert habe, aber... Au. Nein, bitte. Stopp, pass auf, du hast mir noch nicht zugehört. Oh, Mann, ich wurde gerade von einem Auto schon überfahren. Ja, was ist denn? Pass auf, dein Freund, wie auch immer er eigentlich heißt, er ist nicht der, für den du ihn hältst. Ich habe dich extra gesucht, um dir das zu sagen. Was meinst du denn damit? Pass auf, ich werde es dir erklären. Komm mit. Ich werde es dir zeigen. Siehst du das da? Was soll denn das sein? Da ist... Oh, das wird eine super tolle Dokumentation. Dokumentation? Ich kann es nicht fassen. Oh ja, jetzt gibt's Schläge. Gott sei Dank nicht für mich. Hallo, Lars. Wer ist denn das und warum kennt ihr dich? Mia, was machst du denn bitte hier? Darf ich dir vorstellen, Mia? Das hier ist meine Mutter. Deine was? Bist du dumm? Er ist nicht nur dumm, er ist sogar sehr dumm. Moment, die Kiste von zu Hause? Du bist keine Kiste, du bist ein Mensch, ganz genau. Ich wollte eigentlich Stalker sagen, aber naja, das passt auch. Eine Sekunde, was genau geht hier eigentlich ab? Nun, wusstest du, dass Lars nicht nur mit dir zusammen ist, sondern auch seit einiger Zeit mit mir? Wie bitte? Oh Mann, das ist gar nicht gut. Hilfe, nein, ich verfluche alle Kisten auf der Welt. Oh yeah, das haben wir ausgezeichnet hinbekommen. Perfekt, alles ist genau nach Plan verlaufen und mir ist nichts passiert. Ja, schon, nur sag mal, ist das eigentlich dein Taxi, womit ihr da gerade wegfährt? Mein Taxi? Verdammt nochmal! Bleib bloß stehen, du Halunke! Meine Freundin hat immer eine Maske auf. Doch mit der Zeit fällt mir auf, dass sie irgendwas Dunkles im Schilde führt. Meine Damen und Herren, ich verkünde Ihnen den König! Eure Majestät? Was denn? Ihr Sehvermögen ist mit der Maske ein wenig eingeschränkt. Passen Sie also bitte auf die Stufen auf. Oder auch nicht. Au! Oh. Was ist passiert? Ich lebe! Wow!
Yeah! Oho! Cool, nice! Oh, Gott sei Dank! Oh, schade. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oh, Mann, ich hasse diese Maskenbälle. Das ist immer so unfassbar langweilig. Warum hat man als König nicht einfach auch mal andere Sachen zu tun? Dinge wie etwas, sich hinter dem Sofa zu verstecken. Na, sowas in die Richtung. Wow! Hey, was, erschreckt doch den Prinz nicht so. Oh, es tut mir leid, eure Junior-Majestät. Aber weißt du, ich habe dir zugehört und ich kann dir nur zustimmen. Ich bin auch kein großer Freund von Maskenbällen. Nur von Masken. Nur von Masken? Naja, ich nicht so wirklich. Aber wer bist du denn eigentlich, wenn ich dich fragen darf? Ich habe dich davor noch nie hier gesehen. Wenn ich vorstellen darf, das hier ist Miss Butterblumenfrau Mensch Lastkraftwagen Kirschensalat die Dritte. Ah, danke, das war genau das, was mich nicht interessiert hat. Egal. Oh Mann, dieser naive alte Mann glaubt wirklich, dass das mein Name ist. Ist er das denn nicht? Oh nein, ich bin aus einem ganz anderen Grund hier. Lass es mich dir erklären. Okay, gut, aber wenn du reden willst, dann lass uns mal eine Runde nach draußen gehen. Papa, wir sind später wieder da, ja? Oh, kein Problem, mein Sohn. Ich bin gerade sowieso beschäftigt mit guten alten Freunden. Hey, Jungs, wann wollen wir den König jetzt eigentlich stürzen? Ich habe eine wundervolle Idee. Am besten, wenn er nicht mehr zuhört, ihr Pfeifen. Ah, sie vermissen mich wahrscheinlich schon. Bis dann. Okay, na gut, dann gehe ich mal eine Runde spazieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, weißt du, wenigstens kann ich diese komische Maske jetzt endlich mal loswerden. Ich hasse Maskenbälle. Aber schön mal jemanden zu treffen, die mich nicht immer so behandelt, als wäre ich irgendwie ein Prinz oder so. Aber du bist doch ein Prinz, oder nicht? Ja, schon, aber weißt du, ach, dieses Leben als Prinz ist wirklich nicht so ganz meins. Ich möchte lieber ein bisschen Abenteuer erleben und andere Dinge machen, als den ganzen Tag auf Maskenbällen zu verbringen. Das ist echt langweilig. Abgesehen davon, möchtest du nicht auch deine Maske mal ausziehen? Oh, nein, nicht unbedingt. Diese Maske hat einen Sinn. Sie soll meine Identität schützen. Und abgesehen davon, ich hätte dir eventuell etwas anzubieten. Etwas anzubieten? Also wie nochmal, ihr seid ernsthaft Verbrecher und wollt meinen Vater ausrauben? Ja, genau das wollen wir. Dein Vater hat niemandem was Gutes getan. Und das Einzige, was er mit seinem Geld tut, ist Maskenpartys veranstalten. Das kann schon sein. Aber was genau versichert mir denn bitte, dass ich euch vertrauen kann? Nun ja, wir sind ausgezeichnete Diebe. Das hier zum Beispiel sind deine Doritos. Wow, das ist ja krass, du bist gut. Und das hier sind deine Klamotten. Nice. Was? Hey, aber, naja, du bist schon ziemlich gut, das stimmt. Natürlich bin ich das. Ich bin hochausgebildeter Taschendieb. Und ich bin unsere Organisatorin. Und davon abgesehen, das kriminelle Meistergenie. Okay, das ist gut. Und ihr wollt auf jeden Fall, dass ich euch helfe, um euren Plan durchzusetzen? Das finde ich eine super Idee. Ganz genau. Wir werden mit dir auch zu guten Dritteln teilen. Dann kannst du das Geld behalten und du wirst der neue König von Brookhaven. Wir sehen uns heute Nacht. Okay, das ist eine super gute Idee, Leute. Moment mal ganz kurz. Kann König vielleicht meine Klamotten wieder haben? Oh, fast vergessen, natürlich. Hier, bitteschön. Hey, warte ganz kurz hier. Oh, okay. Wow, der ist wirklich gut. Oh Mann, das wird super cool. Entschuldigen Sie bitte, begehren Sie gerade Einlass? Ja genau, ich wollte kurz wieder rein und... Sind Sie denn auch eingeladen worden? Ich wohne hier, ich bin der Prinz. Hallo, ich muss kurz rein und... Es tut mir sehr leid, ohne Einladung kein Einlass. Was will dieser Alte? Ach egal, komm, so und tschüss. Hierbei muss erstmal ein Anmeldeformular ausgefüllt werden, damit Sie für die Einladung zugelassen werden können. Oh, naja, er scheint schon wieder gegangen zu sein. Oh Mann, das war wirklich spannend und... Was? Oberkommandant Untermacker? Sekunde mal, seit wann bist du denn hier? Oh, ich wurde von Eurer Majestät eingeladen, um für die Sicherheit zu sorgen. Ah, das ist gut zu wissen, dass sich jemand um unsere Sicherheit kümmert. Oh Mann, sowas Blödes aber auch. Auf jeden Fall, Papa? Oh mein Gott, Cedric! Ja, was denn? Wo ist denn bitte deine Maske? Was, meine Oh, ach so, ja, richtig. Das habe ich fast vergessen. Ich habe sie ja schon wieder. Okay, gut. Sag mal, wie lange willst du diese Feier hier noch ungefähr machen? Wir werden so lange feiern, bis der letzte Mann steht. Ach, ist das euer Ernst? Ja, wir sind alle mittlerweile ganz schön fertig. Ich glaube, es reicht für heute. Ach, na schön. Gut, dann gehen wir für heute ins Bett. Butler? Jawohl, Eure Majestät. Man nehme mir die Maske ab. Jawohl, Eure Majestät. Kein Problem. Alles klar, Papa, kein Problem. Ich werde dich jetzt ins Bett bringen. Und dann werde ich natürlich auch ins Bett gehen. Oh Mann, ey. Sag mal, hat diese Wohnung überhaupt ein Bett? Ach so, die sind unten. Hoppla, ich kenne mich im eigenen Palast nicht mal so gut aus. Naja, noch ist es nicht dein Palast, Cedric, sondern meiner. Ja, 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 noch. Was? Gar nix. Oh Mann, ey, hier ist auf jeden Fall dein Schlafgemach. Gute Nacht und bis morgen. Oh Mann, ey. Alles klar, Jungs, der König hat gesprochen. Raus hier, gute Nacht und tschüss und lasst euch bitte nie wieder blicken. Bye, bye. Na schön. Jawohl, Eure Junior Majestät, ich werde sofort mein Gemach beziehen. Alles klar, na dann, bis dann und gute Nacht. Ui, 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 ui. Oh Mann.
Okay, jetzt ist eigentlich alles vorbereitet, abgesehen von, naja, Oberkommandant Untermacker. Jawohl, eure jugendliche Majestät. Ich werde hier Stellung beziehen. Sie können in aller Ruhe zu Bett gehen. Ich werde mich um ihre Sicherheit kümmern. Um unsere Sicherheit? Das ist doch gar nicht notwendig. Wir brauchen keine Sicherheit. Wir brauchen, magst du vielleicht was essen gehen oder so? Ein überaus verlockendes Angebot, aber ich werde die Majestäten natürlich nicht alleine lassen. Ich weiche nicht von eurer Seite zu eurer Sicherheit. Oh Mann, das ist gar nicht gut. Sie sollten jeden Moment hier sein. Wer sollte jeden Moment hier sein? Der Pizza-Service, genau, weil ich habe Pizzen bestellt. Ich wollte nämlich ein bisschen die Nacht durchmachen und so weiter. Hui, verstehst du? Pizza? Na, ja, das hört sich okay an. Kein Problem. Juhu, Pizza. Oh, Mann, ey. Ja, hey, schau mal da. Schau mal hier, da kommt der Pizzabote gerade. Alles klar, danke für die Information. Ich werde es prüfen. Mann, oh Mann, oh Mann, Gott sei Dank. Jungs. Ihr müsst als Pizzaboten verkleidet kommen, ja? Sonst kommt ihr nicht rein. Als Pizzaboten? Kein Problem, gib uns eine Sekunde. Eine Sekunde? Ach, das funktioniert wirklich nur, wenn ihr wirklich nur eine Sekunde braucht. Und wenn ihr euch nicht beeilt, dann. Kurzes Update. Auf dieser Straße befindet sich kein Pizzaboten. Das könnte eventuell daran liegen, dass die Pizzaboten sich vor unserer Haustür befinden. Ja, ich hab mich wohl ein bisschen verguckt. War wahrscheinlich wohl ein Taxi oder ein Nilpferd oder ein, keine Ahnung. Hallöchen, wir haben hier die Pizzalieferung. Oh, das ist sehr nett von euch. Allerdings, Moment mal. Oh, oh. Der Prinz darf diese Pizzen nicht einfach so essen, ohne dass ich sie davor vorgekostet habe. Du isst meine Pizza auf. Okay. Okay. Dieses Pizzastück ist eindeutig nicht vergiftet. Was ist mit dem nächsten? Nein, dieses Pizzastück ist auch nicht vergiftet. Was ist damit? Jetzt isst er meine ganze Pizza auf. Ach, egal. Warte nur ab, Cedric. Oh Mann, ich habe so viele Pizzen gegessen. Aber sie waren, glaube ich, alle nicht vergiftet. Ja, du siehst so aus, als würde es dir ziemlich schlecht gehen. Deswegen, komm vielleicht einfach mal mit und. Oh, ja, okay. Gut. Leute, ich glaube, wir haben freie Bahn. Was? Was will er mit der Bahn? Nein, die Bahn ist kein guter Fluchtweg. Was? Ach ja, natürlich. Ich meinte natürlich, es ist alles in Butter, um uns nachher aus dem Staub zu machen. Staub? Butter? Hä? Wovon redet der Typ? Ich glaube, er versucht cool zu klingen. Was denn? Sagt man das nicht so? Ach komm schon, egal. So, wo sind die Schätze von meinem Vater versteckt? Das werden wir dir sofort sagen. Allerdings brauchen wir davor erstmal unsere Ausrüstung. Hä? Oh yeah! Oh Mann, ihr beide seht ja mal richtig cool aus. Kann ich nicht auch sowas haben? Naja, bei mir funktioniert das nicht so cool. Ja, ist schon okay, Cedric. Du wirst noch ein guter Verbrecher irgendwann, mit Sicherheit. Okay, gut, na dann lass uns mal gucken. Wo sind die Schätze meines Vaters versteckt? Oh Mann, ich bin schon so gespannt. Leute, kommt ihr mal? Natürlich. Wir brauchen nur eine Sekunde. Diese Axt ist ganz schön schwer. Oh Mann, ey. Ab jetzt kann doch absolut gar nichts mehr schiefgehen. Der wichtigste Teil ist aus dem Weg geschafft. Okay, wie kann ich euch helfen? Oh, du kannst uns am besten helfen, indem du uns sagst, wo dein Vater seine Schätze versteckt. Da würde ich euch sehr, sehr gerne helfen, aber ich habe leider gar keine Ahnung. Was? Aber das war der einzige Grund, warum wir überhaupt mit dir zusammenarbeiten. Oh, das tut mir natürlich leid. Das habt ihr nicht erwähnt. Wobei, wenn ich recht darüber nachdenke, mein Vater ist ganz gerne mal in einem Geheimversteck und zwar genau hier. Da ist eine Wand, Cedric. Ja, ihr glaubt wahrscheinlich, dass da eine Wand ist. Allerdings, wenn man einfach ein bisschen Anlauf nimmt und schnell drauf zurennt, und ist da immer noch eine Wand. Ach, oh Mann, und ich habe jetzt Kopfschmerzen. Okay, Cedric, überlass das lieber einem Profi. Oder besser gesagt, meiner Axt. Was ist denn los hier? Der Butler, warum bist du denn hier? Warum ich hier bin? Ach, natürlich, weil ich schon seit Jahren versuche, die Schätze des Königs auszurauben. Oh Mann, Boss, du hättest uns aber früher sagen sollen, dass du hier bist. Dann hätte ich jetzt wenigstens nicht so viele Kopfschmerzen. Ach, selber schuld. Warte mal ganz kurz. Du? Du, unser Butler? Du arbeitest für... Was? Moment mal, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Denkst du wirklich, dass diese beiden Hohlköpfe auch nur ansatzweise auf die Idee kommen würden? Das ist alles mein Plan gewesen. Und du hast uns perfekt dabei geholfen, den Unterkommandant Obermacker loszuwerden. Oder was doch, Oberkommandant Untermacker? Oh Mann, Alter. Ach Gott, na gut, dann sei es drum. Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall beim Tresor und... Wuhu, das ist ja mal so viel Reichtum. Okay, Leute, lasst uns abbauen, sofort. Diese Pizza war vergammelt. Und abgesehen davon habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, warum Pizzalieferanten eigentlich eine Maske tragen. Das mag schon sein, aber... Moment mal, der Prinz, haben Sie dich entführt? Ja, Sie haben mich entführt, genau. Und wenn du uns, ich meine, Sie nicht sofort gehen lässt, dann werden Sie mir Sachen antun. Was? Genau, so ist es. Lass uns sofort gehen oder er wird's erleben.
Ja. Oh Mann, jetzt habe ich mich aber wirklich in was reingeritten. Was? Ich soll euch einfach mit den Schätzen des Königs gehen lassen? Was wird dem König wohl wichtiger sein? Das Leben seines Sohnes oder die Schätze? Wartet kurz hier, ich muss dem König die Frage selbst stellen. Ich denke mal, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu verschwinden, oder nicht? Ach Gott, ich habe diesen Typen schon immer gehasst. Hey König, was ist dir eigentlich wichtiger, deine Schätze oder das Leben deines Sohnes? Was? Worum geht es bitte nochmal? Naja, Verbrecher haben euren Sohn entführt und eure Schätze geklaut. Was soll ich davon retten? Was zum Teufel? Und sie sind entkommen? Nein, nein, sie sind oben in der Schatzkammer. Und du hast sie da einfach alleine gelassen? Los, Leute, Abfahrt, Abfahrt! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Alter, Gott sei Dank, zu unserem eigenen persönlichen Glück ist dieser Kommandant echt ganz schön blöd. Oh Mann, ey, schnell, 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 los, 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 Flucht, 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 ganz schnell! Hey, bleibt stehen, ihr Frechdachse! Oh mein Gott, wir haben es geschafft, wir sind entkommen! Oh, das war ja viel zu knapp, wenn ich ehrlich bin. Ausgezeichnet, das Ganze hat super funktioniert. Oh yeah, gut, dann werden wir uns wahrscheinlich in unserer gemeinsamen Hütte treffen und jetzt die Beute teilen, nicht wahr? Die Beute teilen? Du hast recht, wir werden natürlich die Beute teilen, aber doch nicht mit dir. Was? Aber, also habt ihr mich tatsächlich veräppelt? Was, warum? Die Königsfamilie ist Schmutz. Niemand braucht diese aufgeblasenen Deppen. Und ich würde auch niemals mit einem von ihnen zusammenarbeiten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir werden dich K.O. hauen und dir die Schuld dafür anhängen, dass du deinen eigenen Vater ausgeraubt hast. Was? Aber das war kein Teil des Plans. Was? Natürlich war das Teil des Plans. Ich habe ihn dir nur bisher noch nicht verraten. Ich werde reich sein. Wir werden reich sein und du wirst im Gefängnis sitzen. Und zwar als... Das kann ich nicht zulassen! Was soll das? Ja, genau, was soll das? Also, ich freue mich zwar drüber, dass du es getan hast, aber hey! Ach, Cedric, ich muss dir was verraten. Was denn? Warte ganz kurz. Ich hab dich wirklich sehr, sehr gern. Und auch in der kurzen Zeit, die wir miteinander verbracht haben, finde ich eigentlich, dass du ein echt toller Typ bist. Oh Mann, also hast du das alles im Ernst gemeint? Hey, ihr da drin, ihr seid umstellt. Also so weit umstellt, wie man einen als Einzelperson halt umstellen kann. Kommt mit erhobenen Händen raus und euch wird nichts passieren. Abgesehen davon, dass ihr im Knast landet. Ja, komm ruhig rein, komm rein. Alles ist gut. Die Gefahr ist gebannt. Okay, wow. Was tut das etwas, Cedric? Ja, ich war das. Ich habe seit längerem etwas geplant, um den Verräter auffliegen zu lassen, und zwar den Butler. Wow, das hast du ausgezeichnet gemacht. Er wird sein Leben lang im Kerker versauern. Nein, bitte nicht den Kerker. Ich habe ihn die ganze Zeit putzen müssen. Und was ist mit ihr? Hat sie dich auch geholfen? Nein. Sie ist eine Kollegin von mir und hat mir beim Fangen vom Butler geholfen. Ich habe sie eingeschleust. Wow, das ist ja faszinierend. Vielleicht werden sie ja nach mir der neue Sicherheitschef. Und du kommst jetzt mit in den Kerker. Oh Mann, Alter. Danke, dass du mich nicht verraten hast, Cedric. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, aber dafür bist du mir was schuldig. Was verlangst du denn? Du kannst dir ganz genau vorstellen, was ich von dir verlange. Na schön, wenn es sein muss. Und whoops! Das bin ich, Cedric. Wow, Wahnsinn! Okay, das wäre der erste Test, um herauszufinden, ob ein Auto ohne Reifen fahren kann. Also, notier dir mal, das funktioniert nicht. Was? Schon wieder nicht? Ach, 20 Jahre Forschung für die Katz. Weißt du, wenn du mich davor gefragt hättest, hätte ich dir das auch sagen können, aber naja, gut, egal. Das war's dann hoffentlich mit deinen komischen Experimenten und... Also, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, das hätte schon funktionieren können. Na gut, dann versuchen wir es halt wieder mit dem fliegenden Auto. Und diesmal habe ich eine idiotensichere Methode. Oh ja, gute Idee. Ach, das ist ja nur eine Bombe. Eine Bombe? Ah! Also, man kann sagen, was man will. Das Experiment war ein voller Erfolg. Nur, wo ist Cedric hin? Alter, das machst du gefälligst nie wieder. Oh, da ist er ja. Das Experiment war ein voller Erfolg. Ach, Schatz, was machen die Kleinen da draußen schon wieder? Oh, keine Ahnung. Ich glaube, die haben Cedric wieder in die Luft gesprengt. Moment mal, sie haben was getan? Oh, ich glaube, seine Mutter ist sauer. Mach dir keine Sorgen, Mama. Sie haben mich nur in die Luft gesprengt. Obwohl... Musst du denn immer mit diesem verrückten Irren spielen? Schau ihn dir doch mal an. Der Typ wird es doch niemals weiter schaffen als zu einem Doktor der Raketenwissenschaft. Und dabei will ich unbedingt Professor werden. Mutti, das mit dem Beleidigen üben wir doch mal. Aber können wir jetzt kurz bitte... Und was ist das in deinem Gesicht? Hast du da etwa eine Verletzung in deinem Gesicht? Das müssen wir sofort beheben. Sonst bist du nicht attraktiv genug für die jungen Frauen. Also mir reicht er. Ja, natürlich reicht er für dich. Das liegt an meinem ausgesprochen guten, an deinem ausgesprochen guten was? Vergiss, dass ich das gesagt habe. Nun haut ihr ab und jagt irgendwas anderes in die Luft, außer meinen Sohn. Etwas wie zum Beispiel das hier.
Ah, Schatz, schön, dass du wieder da bist. Ich spiele gerade ein Kreuzworträtsel. Kennst du ein Synonym für einen Menschen, der gerade von einer Explosion... Papa, bitte rette mich vor diesen Wahnsinnigen und vor meiner Mutter. Oh Mann, mein ganzes Werk ist kaputt. Ach, geh oben ins Bett und ruh dich aus, Cedric. Ich werde die Formel anmischen. Kochen. Na schön, tu das mal. Okay. Oh Mann, ich bin sowieso schon komplett fertig. Ich glaube, ich schlafe einfach direkt ein. Schatz, kennst du ein anderes Wort für eine verrückte Mutter, die ihr Kind die ganze Zeit... Was? Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss den besonderen Burrito für Cedric zusammenstellen. Und das hier ist die besondere Zutat. Ach, Schatz, was machst du ihm eigentlich da die ganze Zeit immer ins Essen? Nun, das ist mein eingerührtes Schönheitsserum. Wunderschön macht das ihn und mich unter anderem auch. Aha, und wie siehst du ohne dieses Zeug aus? Ungefähr so. Ja, ich weiß, das sieht wirklich scheußlich aus, oder? Schatz, mach bitte dieses Zeug wieder rein. Du stehst doch wohl auch nur auf äußerliche Schönheit, oder? Naja, wie dem auch sei, du wirst schon sehen, wie es funktioniert. Cedric, Schätzchen, aufstehen! Aufstehen, hab ich gesagt! Für gewöhnlich funktioniert der Trick mit dem Hammer eigentlich. Ich träume wieder vom Wilden Westen. Hat jemand geschossen? Ein Einbrecher! Nein, Cedric, ich bin es. Ein Einbrecher, der aussieht wie meine Mutter! Und wie dein Vater, mein Sohn. Aber nur, wenn sie dieses komische... Klappe! Ich habe hier ein wundervolles Gericht für dich gemacht, mein Schatz. Damit wirst du in allerkürzester Zeit wieder super gut aussehen. Okay, na schön. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und den esse ich dann später. Nein, du isst ihn sofort. Und weißt du was? Du kriegst von mir sogar noch einen zweiten. Deine irren Freunde haben irgendwelche komischen Sachen mit dir angestellt. Okay, ich habe zwar eigentlich gerade keinen Hunger, aber wenn du so darauf bestehst... So, okay, das reicht auch schon. Was? Sah ich davor auch so aus? Natürlich, Schätzchen, du siehst immer fantastisch aus. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn mit was anderem würde ich mich ja letztendlich nicht abgeben wollen. Hier, dann zweiter. Esse ihn in ungefähr 1-2 Stunden. Okay, wie du meinst. Na gut, dann gehe ich mich auf jeden Fall mal wieder mit meinen Freunden treffen. Natürlich gehe ich Schulhausaufgaben machen. Besser ist es. Oh Mann, Schatz, dieses Kreuzworträtsel ist wirklich viel zu schwierig. Wie nennt man noch einen Sohn, der durchgehend seine Eltern anlügt? Oh Mann, Gott sei Dank bin ich den Typen endlich mal entkommen. Jetzt kann ich mal endlich wieder ein bisschen chillen und alles alleine machen. Ganz alleine. Keine Familie, keine Freunde, keine komischen Professoren. Hi, Cedric, gut, dass du da bist. Ich möchte an dir meine neue Erfindung ausprobieren. Aha, das ist ja toll. Gut, was für eine Erfindung hast du gemacht? Ein Teleportationsgerät. Teleportiert uns im Nu dahin, wo wir hinwollen. Das ist ja klasse. Du bist wirklich der größte Wissenschaftler, den ich jemals... Oh Mann, Alter, wow, also okay, erstmal Respekt dafür, dass dein Teleportationsgerät funktioniert, das hätte ich nicht gedacht, aber ich wollte nicht unbedingt in den Pool mit Klamotten. Oh ja, ich wollte eigentlich nur was trinken, das hat das Gerät wohl ein bisschen falsch verstanden, kein Problem, wir machen das einfach nochmal. Nein, weißt du, ich laufe eigentlich lieber, Moment mal, was? Wir sind im Tresor? Du sagst mir hoffentlich gleich, dass das nicht der Tresor der Bank ist, oder? Du wirst jetzt auf jeden Fall lachen, wenn ich dir sage, dass ich nur ein bisschen Geld haben wollte, um mir Wasser zu kaufen. Das war ein bisschen zu viel. Bist du irre? Das ist Einbruch, Mann. Wir müssen hier sofort wieder raus. Also, wir könnten uns teleportieren. Nein, mit deinem komischen Teleportings mache ich gar nichts mehr. Ich gehe hier raus. Oder wir könnten versuchen, einen Polizisten zu erklären, warum wir eigentlich im Banktresor gelandet sind. Das werden die doch sicher verstehen, oder? Tusti. Na schön, wir teleportieren uns. Wollten wir hier landen? Was macht ihr denn bitte hier? Oh, wir wollten uns nur wegteleportieren, weil wir in einer Bank drin waren. Ach komm, es ist seine Schuld, Mann. Du weißt doch, wie er drauf ist. Okay. Na schön, ich tue einfach mal so, als hätte ich das nicht mitbekommen. Gut, was wollt ihr denn hier jetzt? Ich habe uns alle versammelt. Mehr oder weniger freiwillig, nur mal so angemerkt. Nun denn, ich habe eine neue Maschine entwickelt. Also auf zum Labor. Ja, einen Moment. Da lass mich kurz meine Sachen packen und... Mann, Alter, ich habe dich nicht darum gebeten, dass du das tun sollst. Ehrlich nicht? Ich dachte eigentlich, dein Kopfschütteln wäre eine Bestätigung. Auf welchem Planeten bedeutet das hier bitte ja? In meiner Welt, Cedric. Also zumindest in dem Videospiel, was ich programmiert habe. Egal. Nur damit du es weißt, ich habe eine super tolle neue Maschine aufgebaut. Eine Essensanalysemaschine. Sie kann ganz genau analysieren, in welchem Essen was genau drin ist. Wow, das ist ja fantastisch. Das ist ja genau das, was jeder wissen will, obwohl... da kommt mir eine Idee. Kannst du mir das vielleicht ein bisschen besser erklären? Ach, ich wusste doch, dass es dich interessiert, Cedric. Das hier ist das gute Stück. Und damit kann ich alles... Warte mal ganz kurz, ist das nicht dein Teleportationsgerät? Nein, die sehen nur etwas ähnlich aus, können aber total verschiedene Sachen. Hier, guck mal.
Hoppala! Naja, das war wohl doch der Teleporter. Gut, egal. Und dieser Typ ist ein Supergenie, der Teleporter entwickelt hat. Hm. Naja, egal. Kannst du mal versuchen, herauszufinden, was genau in diesem Ding hier drin steckt? Meine Mutter sagt immer, es enthält irgendein Wundermittel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ding komische Sachen mit mir macht. Und deswegen will ich das nicht so gerne essen. Ein stinknormaler Burrito? Natürlich, Cedric. Kein Problem für den Meister. Ich komme sofort wieder, sobald ich meine Analysen abgeschlossen habe. ist das nicht das Badezimmer? Ach, für unwissende Leute wie euch sieht das natürlich aus wie ein Badezimmer. Allerdings ist es ein Badezimmer. Supergenie also. Ganz schön komisch, wenn du mich fragst. Na gut, egal. So lange habe ich Zeit. Was? Wahnsinn! Das ist ja verblüffend! Ich hätte niemals gedacht, dass... Cedric! Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Grün, Gelb! Alarmstufe Regenbogen! Was ist los? Warte ganz kurz, Cedric. Nachdem ich deinen Burrito untersucht habe, habe ich ihn gegessen und er ist mir leider nicht so gut bekommen. Oh, hey! Was um alles in der Welt ist mit dir passiert? Oh, Cedric, ich bin männlich geworden. Jawohl. Na, Schätzchen, wie wär's denn mit uns beiden? Ein Tisch im besten Restaurant der Stadt, nur für uns zwei. Wow! Bin ich der Einzige hier, der das ein bisschen komisch findet? Was ist mit dir passiert? Du siehst überhaupt nicht mehr aus, wie du aussahst. Ach, Cedric, dir muss man alles immer dreimal erklären. Natürlich sehe ich anders aus. Denn das, was du in deinem Burrito immer gegessen hast, ja, ist ein Schönheitsmittel. Und zwar das Effektivste, was ich da auf der ganzen Welt gesehen habe. Ein Schönheitsmittel in meinem Burrito? Das finde ich aber ganz schön komisch. Warum sollte mir meine Mutter denn sowas in mein Essen machen? Das ist ganz schön seltsam. Ich muss auf jeden Fall unbedingt nachfragen, was da los ist. Leute? Leute, kannst du mir vielleicht kurz deinen Teleportierer geben? Ich muss schnell nach Hause. Ja, natürlich gebe ich dir sofort den... Was willst du, Cedric? Den Teleportierer, sofort, los. Oh, natürlich, hier, kein Problem, bitteschön. Danke, und lasst euch bloß nicht stören, aber sorgt dafür, dass ich außer Sichtweite bin. Oh Mann, schnell zurück nach Hause. Aha, ich bin genau da, wo ich sein will. Ah! Es wäre vielleicht nur ganz gut gewesen, wenn ich ein bisschen tiefer gelandet wäre. Oh Mann, das wird wieder jahrelang Rückenschmerzen geben. Gut, Mama, ich habe ein paar Fragen an dich. Wo kommst du denn jetzt her? Oh, ich hätte auch ein paar Fragen an dich. Wie nennt man Fragen an die Eltern einem nicht beantworten möchten? Unangenehme Fragen an die Eltern? U-N-A-N... Jawohl, das ist richtig, mein Sohn. Haha, das ist mein kleines Schnitzel. Seit wann nennst du mich Schnitzel? Egal, gut. Auf jeden Fall, du hast irgendwas in diesen komischen Burrito gemacht, damit ich gut aussehe. Warum tust du das? Was? Du hast es herausgefunden? Ich meine, wovon redest du? Oh, ich habe alles rausgefunden mit diesem Gerät hier. Das ist der Gedankenlesautomat. Wenn du mich fragst, sieht das eher aus wie ein Teleportationsgerät. Mag sein. Egal. Auf jeden Fall, ich habe durch eine sehr, sehr interessante Maschine von meinem Freund herausgefunden, dass du mir irgendwelche Sachen in das Essen machst. Ach, ist ja gut. Du hast ja recht. Was, dieser komische Freund von dir? Ja, genau der. Na schön. Dann wird es Zeit für die Geschichte. Was denn für eine Geschichte? Oh, eine Geschichte mit 6 Buchstaben. Papa, es geht nicht immer um dein blödes Kreuzworträtsel. Oh. Nun ja, es war so. Vor einigen Jahren. Oh, schau sie dir an, da kommt sie wieder, das hässliche Entlein. Oh Mann, die ist so unfassbar hässlich, die wird niemals irgendwen abbekommen. Die ist so hässlich, dass selbst meine Mutter Angst vor ihr hat. Sie ist so hässlich, dass mir nicht mein guter Witz einfällt. Was denn? Der... War der nicht witzig? Es war die Hölle, Cedric. Alle haben mich gehasst, nur weil ich hässlich war. Ich war ausgestoßen, alleine. Und deswegen bin ich so geworden, wie ich geworden bin. Und ich wollte nicht zulassen, dass dir genau dasselbe passiert. Und deswegen habe ich im Labor ein super tolles Mittel entwickelt, was alle Probleme von mir beseitigen sollte. Erstmal habe ich es versucht mit Toilettenwasser. Das hat nicht funktioniert, das war einfach nur eklig. Dann habe ich es mit Seife versucht. Und die hat wirklich nicht gut geschmeckt. Doch je älter ich wurde, desto mehr Techniken lernte ich. Und irgendwann hatte ich es gefunden. Das Schönheitsmittel schlechthin. Und nun sehe ich genauso aus, wie ich jetzt aussehe. Deine wunderschöne Mutter. Und du bist auch nur so schön, weil ich dir das Zeug gegeben habe. Meinst du eigentlich nicht, dass sich mein Aussehen nie verändert hat? Du hast recht. Wahrscheinlich wirkt das Zeug bei dir nicht, weil du schon schön bist. Das ist ja mega unfair. Na gut, Mama. Toll, dass wir das geklärt haben. Aber kannst du das bitte mal sein lassen? Kein Problem. Ich werde es ab jetzt in deine Zahnpasta machen. Ich habe verstanden. Oh Mann, ey. Na gut, wie dem auch sei. Trotzdem würde ich auf jeden Fall sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Bookgame. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!